am Vorbeigehen. Lass das! Alter. Haltet euch von ihm fern. Diese Bürde muss ich allein tragen. Möge der Tod euch Frieden schenken, Leoric. Verräter, selbst im Tod werden die Armeen Kadulas weiterhin ihrem König dienen. Selbst wenn ihr es nicht tut. Oh. Ja. Kurze Geschichte, so war er tot, der König. Ist noch ein Pult auf der Seite. Der ist zum Glück so präzise, die Stromschocks. Ja, wieso hast du hier was getroffen? Ich muss sagen, dass ich ein wenig... So, gehen wir der alten Quietschkugel mal Besuch abstatten hier. Hallöchen! Piekst mich nicht. Piekst mich nicht. Jetzt heißt es er oder wir. In dem Fall leider er. Was gab? Ich weiß gar nicht, gibt es den Erfolg noch, die alle vier gleichzeitig zu zerstören, oder gibt es den nicht mehr? Den gibt es noch. Da haben wir auch lange dran gesessen, um das zu schaffen. Aber hier merkt man den Nachteil am Magier am Anfang. Der hat nichts. Der ist zwar auch ein Fernkämpfer, aber der kommt trotzdem bei weitem nicht an das vom Dämoniker ran. Du hättest auch den Mönch nehmen können. Und der trotzdem nicht daran. Ein Mönch ist aber so gesehen schneller. Mit Mönch kannst du ja gut sprinten. Aber auch, wenn ich den Skill habe. Aber auch, wenn man den entsprechenden Skill hat. Ja, hab ich doch gerade gesagt, wenn du den richtigen Skill dafür hast. Hör doch zu! Man kann aus allen Klassen seinen Vor- und Nachteil ziehen, man muss halt nur wissen, wie. Im Hexendoktor ist es halt echt, wie gesagt, der Golem. Wenn er den, wenn es den Golem da nicht gäbe, wäre vorbei. Geh rein! Geh rein! Geh rein! Wow. Auf dich. Ich konnte leider, auf dich. Konnte leider nicht Saltonen, sonst wäre ich schon eher da gewesen. Nicht wegdrücken. Auf zum Skelettkönig! Wow. Meinst du? Ja. Hast schon recht. Bist schon recht, Horm. Passt schon, gell? Alter, so ein mega miese Angriff. Ja, wo bliebst du denn? Ah, das sind so, jo. Wie kommst du mit Guinness? Lecker, lecker. Da kann man den auf dem Modus überhaupt mit dem düsten Damage besiegen, den wir machen? Ich mache... 61. 57. Das sind eng. Aber eng ist sehr ein dehnbarer Begriff. Hast du schon angetackt? Tacker, tacker, tacker. Also wenn wir sterben, ist es seine Schuld. Grundsätzlich immer. Wird er noch gedroppt? Hallo! König! Ich habe gerade irgendwie Bock, ihn Leonidas zu nennen. Der aus dem Film Meine Frau Spartaner und ich. Nein, so bitte mit angreifen? Ja, Leonidas ist prinzipiell aus dem Film 300. Den Film 300 an sich kenne ich nicht. Muss ich ehrlich zugeben, kenne ich nicht. Ich bin generell, was Filme angeht, eher so hinter Mond. Tja, das nennt man eine eiskalte Haut. Eta, das war das eiskalte Händchen. Und hast du das Wetter heute auch genossen? Auf der Arbeit. Du ja eigentlich mal schlagen lassen. Bist du dich schlagen lassen?
achtest du denn drauf? Das ist schön, wie wenn er an mich anspringt, wurde das jetzt schon mehrfach eingebogen direkt. Finde ich gut. Du hast sehr interessante Vorlieben, wenn du dich schlagen lässt. Lässt dir auch immer eine Massage mit Happy End geben, oder was? Alter. Du hast mir gerade schon ein bisschen Angst, ne? Oh, dauert das lange. Das ist total der epische Kampf. Ich wollte gerade sagen, du könntest ja auch einfach mal deinen Schnellschuss machen. Es ist so unglaublich episch. Boah, ich habe noch nie so viele Special Effects auf einem Haufen gesehen. So viel Kraft und Elan in einem Kampf. Und Gold. Einfach mal dein Schnellfeuer. Ja, darf ich auch erstmal ein bisschen Disziplin dafür haben? Du brauchst Hass. Ja, siehst du, das gibt mir einen Grund zum Hassen. Gib mir einen Grund und ich hasse schneller. So, bitteschön. So, Alter. Dreck, toll, ich krieg einen scheiß legendären Kopfschutz, ne, allen Ernstes. Gürtel und Kopfschutz bekommen. Wir gucken in der Stadt, lass uns erstmal das Sternchen holen. Danach sind wir eh in der Stadt unten. Oben. Unten? Oben? Ja, keine Ahnung. Aber ich finde, dass das immer noch episch aussieht da unten. Hallo, Sternchen. Ihr wart es also, der hier der Fremde. Und doch weiß ich, dass ihr nicht dem Bösen entstammt. Ich erinnere mich daran zu fallen. Scheiß Alkoholiker. Ja, Alkohol ist nicht gesund. Zu viel. Ist das Wort für ein? Aus. Vielleicht kann Deckard Kane euch helfen. Kommt mit mir. Der hat bestimmt Räume auf seinem Kühlschrank, Deckard Kane. Gegen den Kater. Oh, Alter, ist gut jetzt. Ey, das hätte man auch gut auf einen Alkoholiker gerade beziehen können, Ich bin weit gereist. Nur um herauszufinden, dass der gefallene Stern ein Mann ist. Wer ist er? Warum ist er gekommen? Er erinnert sich an nichts. Vielleicht hat Kane die Antworten. Ich frage mich gerade, mit wie viel km/h der da runtergeklatscht sein muss. Warum ist er gekommen? Er will auf Entziehung. Du bist so doof, Alter, ganz ehrlich. Wer seid ihr? Was seid ihr? Ein Krieger, glaube ich. Ich kam mit schlechten Nachrichten, doch ich erinnere mich nicht. Eure Nachrichten. Oh, der Hell über den Durst gestochen, ey. Das hat nichts mit Krieger zu tun. Alter, gerade zugehört. Alter, bloß weil die wahnsinnig geworden sind, wegen einem Schwert, was irgendein Typ runtergeschmissen hat, weil er es nicht festhalten konnte, weil er besoffen war, schlachten wir jetzt harmlose, wehrlose Ziegenmenschen ab. Ja. Merkst du was? Ja. Das Spiel ist eindeutig brutal. Nee, er war bestimmt bei Moos und hat hier diesen Vergessenstrunk getrunken, weil er irgendetwas vergessen wollte, nachdem er irgendwie mit 300 km/h da vom Himmel geklatscht ist. Lea hat ein Buch. Und, ja. Lea hat ein Buch. Was schreibt er denn? 50 Shades of Grey oder was? Ja, 50 Shades of Grey, genau.
Lea spielt 50 Shades of Grey. Ey, das würde das Spiel durchaus sogar passen irgendwie. D. I. Bitte. Komm mal runter. So, scheiß Leorix Krone bekommen. Neue Transmodifikation. Hast du die zerbrochene Krone selber bekommen? Trage ich. Achso, okay, da kann ich meine beiden wegen der Transmodifikation. Da habe ich noch den Goldträger erhalten als Gürtel. Du hast zwei legendäre Sachen bekommen. Ja. Yep. Wo ist der scheiß Händler da hier? Normalerweise steht. Dann... Voll doof, ich hasse dich. Du stinkst nach Backfisch. So, ich verkaufe meine Sachen jetzt erstmal. Ich brauche ein bisschen Gold. So, zack. Wofür brauchst du Gold? Um meine Triebe zu bezahlen. Dafür brauche ich Gold. Wofür braucht mein Gold, hm? Keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung. Oh, ich mache 69 Schaden. Mhm. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Übertreibe jetzt aber nicht. Denk dran, sonst bist du tot. Bist du schneller tot, als dir lieb ist. Nee, ich sag nur 50 Shades of Grey. 69 und so. Weißt du Bescheid? Keine Ahnung, ich hab das Buch nie gelesen. Ich schon. Ich habe alle drei Bände gelesen und muss sagen, die ersten beiden waren noch okay, im dritten wird einfach nur noch gevögelt. Also ist so, dass du dann alle zwei Seiten irgendwie Sex. Das ist dann irgendwann auch nur noch so, ja, pff, toll, wow. So, bevor wir jetzt weitergehen, will ich mal kurz noch meine Fähigkeiten. Wer ist uns zuständig hier, ey? Oh Gott, ja. Ihr müsst mir eigentlich mal die Nase putzen, das ist gerade sehr doof. Aber das Aua, schlag mich nicht. Dafür war ein kurzer Moment. Ich mache mich ganz, ganz kurz stumm. Ne, nicht weglaufen. Dicke Rüstung, yeah. Ich habe eine echt dicke Rüstung, Alter. So, Entschuldigung, aber das musste jetzt kurz sein. Ah. Scheiß. Wetterwechsel hier schlägt ein bisschen aufs Gemüt. Und da ich eh schon klinge wie Kermit auf Koks, muss ich wenigstens die Nase ein bisschen frei halten. Kermit auf Koks. Komm, ich hab's Tor schon aufgemacht. Düdüdüdüm. Ja, dann gehen wir mal. Wir sind wie Eisblumen. Wir blühen in der Nacht. Boah, scheiß Wetter und ich habe keinen Regenschirm dabei. Super, ey.